Ja, hallo. Mein Thema ist Known Disciple, but not to everybody, besonders für Beginner. Und die Motivation zu dieser Präsentation ist daher gekommen, ich bin Freiberufler, das stelle ich gleich noch mal kurz vor, und ziehe also durch die Lande und arbeite für diverse Kunden. Und in meinem letzten Projekt hatten wir zig Entwickler, also wirklich zig, es war ein was größeres Ding. Und dann stellt man doch fest, dass die Fragen kommen, warum geht das nicht, warum ist das so komisch? Und man stellt fest, dass die Leute zwar irgendwie SQL können, aber so salopp gesagt nichts damit anzufangen wissen oder sprich vielmehr nicht wissen, wie Microsoft funktioniert. Und die gehen einfach mit dem Wissen, wie SQL-Statement funktioniert, auf die Datenbank und wundern sich dann, dass die Sachen nicht so funktionieren, wie sie es gerne hätten oder dass sie länger dauern oder der Liebling ist, am Freitag ging es noch, warum ist am Montag so langsam und so. Und dann hatte ich die Möglichkeit in meinem letzten Projekt, so quasi wöchentlich beim Joe Fix immer eine Viertelstunde Sachen vorzustellen. Und da habe ich quasi im Prinzip zwei Serien gemacht. Am Anfang habe ich mal gemacht, was für Coding-Styles, was ist mir so aufgefallen, wie ihr überhaupt euren SQL schreibt und was ist mir in eurem Code aufgefallen, was mir überhaupt nicht gefällt. Und das ist dann in einem Coding-Style. Aber das ist nicht das, was ich heute zeigen wollte. Und das Zweite war ganz einfach, dass ich gerade für eine Menge Leute, die aus einem anderen Umfeld kommen, oder die noch nie mit einem SQL-Server gearbeitet haben, dass ich einfach nur mal Sachen anspreche, sodass die wissen, was es gibt. Und mein Ziel ist hier nicht ein Deep Dive. Es wird keine Lösung angeboten, weil im Prinzip habe ich eine Menge Topics und jeder von den einzelnen Topics wäre wert, eine eigene Session zu machen oder zum Beispiel eine Pre-Con über Parametersniffing. Ich meine, da kann man anfangen und da braucht man gar nicht wieder aufhören. Und ich habe mir. Wenn du Thorsten Strauß holst zu dem Thema, dann sind 2 Stunden ganz schnell vorbei. Ja, am Hatten wir Anfang habe ich letztes Mal. meine Einführung zu mir und zu meiner Sicht auf die SQL-Sachen und dann unterscheiden sich meine Themen eigentlich in drei Teilgebiete. Okay, hätte ich halten sollen, egal. Einmal die vier, das ist wirklich, da wird nochmal angesprochen, was es so für Punkte gibt, die ich wirklich für jeden, der Queries gegen den SQL-Server loslässt, wissen sollte, was dahinter steckt. Der braucht nicht unbedingt verstehen, alles bis ins Detail, aber der sollte wissen, wie so ein bisschen Logical Query Processing funktioniert, was Sageable ist, da was Data Type Precedent meint und was überhaupt Parametersniffing ist, was man beim SQL-Server immer hört und wo man die seltsamsten Lösungsvorschläge hat. Dann habe ich die nächsten zwei Punkte. Die Maus geht etwas suboptimal hier. Und da wollte ich einfach nochmal Beispiele zeigen, wie man zum Beispiel eine Liste von Zahlen generiert und wie man mit Cursor agieren kann. Und meine Motivation dabei ist, dass ich viele Sachen da ganz einfach ganz cool finde und dass man mal sieht, dass es verschiedene Wege gibt, gerade bei Cursor. Da gibt es drei verschiedene Wege, wie man die benutzen kann. Und im Internet findet man meistens immer den, der aus meiner Sicht am ungünstigsten ist. Und das wollte ich dann einfach nur mal dazu packen. Das Letzte, das geht dann etwas tiefer. Da jetzt habe ich das, was ich eben auch schon haben wollte. Und das ist wirklich, wie man Daten in Stored Procedures scheren kann, sprich, indem man auf temporäre Tabellen von anderen Stored Procedures zugreift. Das ist ein Feature, was ich persönlich jahrelang nie gewusst habe, dass das gibt, habe ich nie gebraucht, aber die letzten Jahre häuft sich das extrem bei mir. So, nun kurz, wer bin ich? Die meisten kennen mich hier gerade in der User Group. Ich bin schon ewig aktiv, mache seit den 90ern im Prinzip alles immer mit SQL Server. Ich habe die Vierform-Komma noch gesehen in meinen ersten Projekten. Und seit ungefähr 2010 bin ich auf immer mehr zum SQL Server Development gegangen. Ich mache noch C#, aber meine Haupttätigkeit ist eigentlich die SQL. Und wenn ich in Projekten bin, dann steht immer, ja, du sollst auch mal perspektivisch Data Warehouses bauen mit Power BI und was weiß ich nicht alles. Ich habe dann auch mal Schulungen bei Marco Russo gemacht und sowas alles. Das hilft alles nicht. Wenn es dann soweit ist, ist wieder, wir haben ein Problem mit SQL, du mach das lieber mal. Dann ist man in so einer Ecke drin, da kommt man ganz schwer wieder raus. Und ich war etwas überrascht, dass einer von den Organisatoren, der heute nicht hier anwesend ist, so eine interessante Einführung zu mir geschrieben hat im Internet, so quasi Sachen aus meiner Vergangenheit oder meinem Privatleben ausgekramt hat. Und da habe ich mir gedacht, ich stelle doch noch ein bisschen mich tiefer vor in der User Group.
Und das bin ich, wo ich früher war. Ich möchte mal Wert drauf legen. Ich habe eine Maske getragen, da hat noch keiner an Covid-19 gedacht. Und ja, wenn das mit dem SQL-Job so weitergeht wie momentan, sieht ein bisschen schlecht aus. Da muss ich vielleicht mal gucken, ob ich andere Erfahrungen nutzbringend ansehen kann und Inkasso machen oder sowas. Sollte vielleicht kommen. Dann als nächstes, das muss einfach kurz sein, muss ich mal meine Sicht auf die SQL loswerden. Und eigentlich ist das echt nicht schwer. Eigentlich ist es sogar wirklich einfach. Und in einem alten Projekt haben wir mal die Sprüche gebracht, so nach dem Motto, kannst du lesen, kannst du kochen. Ja, ist genauso wie mit SQL. Kannst du lesen, kannst du SQL programmieren. Aber so wie das mit dem Kochen ist, bis man was Vernünftiges auf den Tisch kriegt, muss man ein bisschen üben. Und mit dem SQL ist das genauso. Eigentlich gibt es alles irgendwo im Internet. Es gibt ganz wenig Sachen, die man noch nie irgendwo gefunden hat. Und man muss eben eine Menge lesen und eine Menge verstehen, wie der SQL-Server programmiert, funktioniert. Und es behilft wirklich, wenn man weiß, wie nicht nur das Ganze von der logischen Seite funktioniert, sondern wie die Datenbankimplementierung, sprich der SQL-Server funktioniert und was der erwartet und was der so denkt. Dann habe ich noch so ein paar Lesehinweise drin gelassen. Ich bin sehr stark beeinflusst von Itzhak Ben-Gan, wie meine Leute hier schon wissen. Und ich lese eigentlich alles von dem, was es so gibt, was ich so finde. Und der schreibt momentan auf sqlperformance.com und hat früher auf IT Pro Today geschrieben, früher auf SQL Mac. Und viele Artikel, die ich jetzt referenziere, die waren in SQL Mac veröffentlicht, sind dann nach IT Pro gewandert und deswegen sind die Links kaputt. Also man kann die Texte lesen, aber die Listen und die Bilder sind kaputt. Und ich zeige nachher ein paar Execution Plans und da gibt es auch freies Buch von Grant Fritschi, da habe ich nur den Link da reingepackt. Und eine Anmerkung möchte ich noch machen. Oft sagen Leute, wenn ich auch so alte Artikel referenziere, ey, das ist von 2012, das ist von 2010, das ist nichts Neues. Ja, Leute, ich habe Physik studiert. Wenn ich mir meine klassischen Mechanikbücher von vor 30, 40 Jahren raussuche, da hat sich nichts verändert. Und mit dem SQL ist das in vielen Sachen genauso. Das wird weiterentwickelt, aber die haben die Engine irgendwann mal von, was weiß ich, 7.0 nach 2000 umstrukturiert, neu geschrieben bis 2005 und dann haben sie die Grundlagen gesetzt und danach wird dran gebaut und verbessert. Und viele der Sachen, auch wenn die noch so alt sind, die stimmen einfach immer noch. Und wenn sich was ändert, das kriegt man meistens verhältnismäßig schnell mit. So, warum möchte ich was zum logischen Abfrage? Na, Logical Query Prozesse sagen. Ist immer wieder, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die nicht viel Erfahrung haben, manchmal auch mit Leuten, die viel Erfahrung haben, stellt sich die Frage, warum kann ich Name Columns für eine Sortierung benutzen, aber nicht für ein Grouping oder für ein Where? Was ist da los? Oder beliebt ist auch, bei Outer Joins eine Where-Clause dran zu klatschen und sich dann wundern, warum die Sachen weg sind, die man doch eigentlich durch den Outer Join da reinbauen wollte. Und Itzhak hat da 8 Artikel geschrieben oder in seinen Büchern hat er das auch immer wieder ausgebreitet. Das ist sehr interessant und ich fokussiere mich nur auf 2 Teile von denen. Und SQL, logisch, basiert auf einem Relational Model. Das ist also mathematisch bedingt. Das gibt überhaupt keine Details dazu oder Vorgaben dazu, wie das implementiert werden muss. Das physische Layout, wie so eine Database-Engine funktioniert, bleibt voll für die Wender offen. Deswegen tickt der SQL-Server an vielen Stellen komplett anders als Oracle und whatsoever. Und Performance Optimization hat auch überhaupt nichts mit dem SQL-Standard zu tun, mit dem logischen Processing. Das ist dann eben, was die Vendoren daraus machen, damit man in endlicher Zeit vernünftige Ergebnisse kriegt. Ein Punkt, den ich an dieser Stelle unbedingt herausfinden will, ist, egal was die Leute sagen, wenn man keinen Or dabei hat in einem Select, dann ist nicht garantiert, dass eine Ordnung da ist. Das muss ich hier einfach unterbringen. Der Standard sieht das nicht vor. Und auch wenn die sagen, ich query den Cluster Key und was weiß ich nicht alles. Leute, wenn ihr ein Or dabei haben wollt, schreibt es da rein, sonst tut es weh, wenn es richtig weh tut. Dann Microsoft Online schreibt die linke Seite, wie Logical Query Processing funktioniert. Und Itzhak Ben-Gan hat das ein bisschen umgeschrieben. Das finde ich ganz nett, wie er das gemacht hat. Er hat halt eben gesagt, es gibt einmal die Typed Order, dass ich so, wie ich das lese, Select, Stern, From und dann runter bis noch wo. Oder die Logical Order, From, Where, Group, By, bla bla, wie das abgearbeitet wird.
Ihr wundert euch vielleicht, die Microsoft-Liste ist ein bisschen größer. Das ist aber im Prinzip egal. In dem Form ist das From on Join drin und dieses WizCube oder WizRollup, was ich auch nur sehr, sehr selten getroffen habe in der freien Wildbahn bis jetzt. Das ist eben bei dem Grouping mit drin. So, und jetzt machen wir einfach ganz simple Beispiele. Um was zu zeigen, eigentlich hätte ich gar keine Daten gebraucht, habe ich mir eine Dummy-Table-Variable gemacht, wegen Variablen, die räumen sich selber ab, brauche ich nicht aufräumen, und habe da einen Datensatz reingepackt und habe meine Spalten genannt Group-Nummer und Item-Value und ich mache einfach ein Select, indem ich die aufrufe. Keine Überraschung, alles gut, kriege, was ich haben möchte. Dann kommt der nächste Schritt, da gehe ich mal einen Schritt weiter und benenne eine Spalte um. Und dann sage ich, okay, ich habe jetzt einen schönen prägnanten Namen und danach filtere ich. Und das führe ich jetzt aus. Und siehe da, er sagt, er kennt die Frage, er kennt die Spalte mit Number nicht. Und dann kriegt man sehr oft überraschende Gesichter. Aber wenn man sich das, was wir eben gemacht haben, angeguckt hat, dann ist ganz klar, ich habe hier das Where bei der Logical Processing Order, ich habe das Where deutlich vor dem Select und der arbeitet das Where ab, da weiß er nicht, dass es die Number-Spalte gibt und deswegen ist das klar, dass es den Fehler da gibt. Genauso verhält es sich mit dem Group. Im Prinzip das gleiche wie gerade. Spalte umbenannt und im Group verwandt. Ich habe hier die anderen Spalten auch noch umbenannt, aber in dem Where verwende ich das, den ursprünglichen Namen, deswegen ist das nicht von Bedeutung. Kennt My Group nicht. Genau das gleiche wie eben. Group By liegt vor dem Select, deswegen kennt er die Spalte nicht. So einfach ist das. Und dann habe ich das Order By. Unbenannte Spalten. Order By. Alles gut. Und warum? Wissen wir mittlerweile. Order kommt eben nach der Select-Liste. Da kennt er den Namen. So einfach ist das. Und wenn man das einmal hat, dann ist es immer noch ärgerlich, dass es nicht funktioniert, aber man weiß wenigstens warum. Man kann ja auch stattdessen mit den Zahlen arbeiten, ne? mit den Zahlen der Reihenfolge. Ne? Ja, ja, Spalten, das wird immer wieder gerne gesehen. Genau, das macht richtig Spaß, ne? Leicht zu lesen. Der nächste Schritt geht dann ein bisschen weiter bei der Logical Query Processing. Das ist, wie funktionieren Joins? Und ein Join generiert eigentlich Virtual Tables, die für den Außenstehenden nicht zugänglich sind. Sprich, diese Zwischenkonstrukte, die da gebaut werden beim Query, auf die hat man keinen Zugriff. Das ist rein intern. Und so ein Join ist definiert als binärer Operator, der zwei Inputs hat, oder zwei Seiten, halt Left- und Right-Inputs. Und es gibt drei fundamentale Join-Types, Cross, Inner und Outer. Und im Prinzip werden die der Reihenfolge nach abgearbeitet. Erst wird das Cartesian Product gebildet, dann wird das On-Prädikat, also werden die Matching Rows gesucht. Und zum Schluss werden, je nachdem, welchen Outer man da dran hält, die Sachen aufgefüllt, die nicht matchen. Und normalerweise werden diese Operatoren, wenn ich halt mehrere Joins habe, von links nach rechts abgearbeitet, aber das gibt keine Garantie. Der Query-Prozessor darf entscheiden oder ordert die um und überlegt sich halt, wenn er mit so einer Query konfrontiert wird, wie er das am geschicktesten hinkriegt. Jetzt nur mal kurz ein Beispiel für einen Outer Join. Ich habe jetzt mal zwei Tabellen genommen, einfach nur ein paar Dummy-Variablen reingeschrieben, sieht man gleich. Und das ist hier, ich habe hier ein On und meiner Group Number und habe dann eine Where-Clause für meine Item Values in einem Beispiel. Und im zweiten Beispiel habe ich halt, da ist jetzt ein bisschen verschoben, aber ich denke, dann gleich sieht man es, da habe ich halt beide in meiner On-Condition. Und wenn ich mir jetzt wieder überlege, was ich eben gesagt habe,
ich backe mir erst, mache das kartesische Produkt, dann filtere ich auf die On und dann fülle ich auf mit den nicht vorhandenen Zeilen und ich gucke mir das erste Ergebnis an. Also diese ersten Zeilen sind einfach nur meine Tabellen, meine Rottabellen. Dann ist das, wo ich das Wer wegfiltere. Und eigentlich ist es ziemlich logisch, wenn man sieht, Wer, Item, ja, das ist da nicht drin. Aber so ist es auch nochmal logisch. Viele Leute haben die irrige Annahme, dass dieses Outer Join auch an einem Wer vorbei arbeitet. So nach dem Motto, ich habe doch ein Outer Join gemacht, dann erwarte ich doch auch Datensätze von der anderen Tabelle, die da nicht in meiner Condition drin sind. Aber die denken halt nicht an das On oder nur oder und an das Wer als Gesamtkonstrukt. Ist logisch, dass die weggefiltert werden. Dann braucht man da auch nicht mehr groß drüber reden. Dann habe ich ein Beispiel, da kommt jetzt vielleicht eins, was der ein oder andere noch nicht gesehen hat. Vielleicht. Was ich sehr cool finde. Halt, wie gesagt, der Optimizer kann die Sachen umsortieren und der kann Sachen zusammenpacken und auseinanderbauen, wie er meint. Er muss nur die Meinung haben, dass er das Gleiche am Ergebnis nicht so ändert. Logisch. Und das habt ihr vielleicht auch alle schon mal gehabt. Es gibt oft Probleme mit Converts. Like, wenn man irgendwelche komplexen Queries hat und man hat diese, das war vor 10, 15, 20 Jahren so beliebt, diese generischen Tabellen und dann für das kommt ein Integer, für das kommt ein Datum und was weiß ich. Und wenn man dann nicht aufpasst, gibt es plötzlich einen Wumm und der hat einen Konvertierungsfehler. Und sowas Ähnliches hat Itzik Bengan auch beschrieben als Beispiel. Und das finde ich wirklich schön, wo man mal mehrere Sachen zeigen kann. Ich habe hier jetzt im Prinzip so eine Tabelle generiert, wo ich sage, ich habe Typen, Small Int, Varchar, Int und Date, dazu irgendwas, was ich auch casten kann. Und jetzt sage ich, ich möchte alle Zahlen als Big Int haben, die größer als 10 sind. Und ich fühle alle Zahlentypen aus. Ja, wenn ich das jetzt ausführe, dann gibt es einen Error. Und zwar gibt es einen Error, weil diese Where-Clause in einem Stück ausgeführt wird. Es gibt kein sogenanntes Short Circuit bei einer Where-Bedingung. Das ist eine Set-Operation, die wird in einem Stück ausgeführt. Da ist nicht, ich habe das jetzt von links nach rechts geschrieben und das wird von links nach rechts abgearbeitet. So weit, so gut. Aber ich möchte das doch haben. Jetzt möchte ich mir überlegen, wie kriege ich das denn hin? Gar kein Problem. Microsoft hat doch CTEs erfunden. Baue ich ein CTE, baue das da rein und sage, das ist ja jetzt ein logischer Schritt dazwischen. Nach meiner logischen Order muss der ja jetzt quasi das ausführen. Das ist ein eigener Operator und darauf kann ich dann meinen Cast loslassen. Wir gucken, Fehler. Das ist genau das, was wir nicht wollten. Das wollten wir ja umgehen. Und das ist genau der Punkt. Microsoft Optimizer denkt jetzt, ich bin noch nicht blöde. Ich kriege das viel einfacher hin. Das ist logisch das Gleiche wie das Erste. Ja. Ist wesentlich weniger Arbeit. Alles gut. Und dann kommt vielleicht die Überraschung, die ich finde, die absolut cool aussieht. Ich weiß nicht, ob die jeder kennt. Wenn ich ein Select Top in die CTE reinschreibe, dann zwinge ich die CTE, dass die CTE zuerst ausgeführt wird und dass sie nicht annestet werden kann. Und hier ist wirklich der Clou, der Top. Ich meine, die Zahl habe ich von Itzik Bengan übernommen. Ich habe den Referenzartikel da drauf. Ja. Also ich hoffe, du hast die Zahl auch exakt übernommen, ne? Weil sonst sind die Ergebnisse ja vollkommen unklar. Nee, gar nicht. Die Zahl ist vollkommen nebensächlich, da kannst du zwei reinschreiben. Ja, das weiß ich. Nur nachher sind die Ergebnisse weg, aber ich finde das so klasse. Ich hoffe nur, dass du die auch von Itzik übernommen hast. Ja, ich habe das kopiert, weil ich auf keinen Fall Fehler machen will. Ich weiß auch nicht, wie man die spricht, ich weiß nur, die ist groß. Und in dem Fall kann ich dann ausführen und dann funktioniert das, wie ich haben wollen, weil durch das Top in der CTE, die CTE gezwungen ist, vorher ausgeführt zu werden. Und so kann ich Sachen bauen, wo ich mir vorher überlegen musste, mit was weiß ich, 3Ks und was weiß ich. Es gibt immer Wege im SQL-Server irgendwas zu machen. Aber den fand ich wirklich gut. Den kenne ich auch noch nicht so lange. Also ich wusste das mit dem Top nicht. Das ist eben, wenn man gesagt wird, dass der Query-Prozessor, der denkt sich ganz einfach, ist ja klar, im Prinzip ist das ein Wer auf zwei Prädikate, warum soll ich da noch eine Query ausführen? Kommen wir zum nächsten Punkt. Sagel, what does that mean? Was Search-Argumente will. Ich habe immer viele Links eingeführt, wo ich im Prinzip wichtige Basisinformationen gesammelt habe, damit man da weiter nachlesen kann. Die meisten Links sind aus dem englischsprachigen Raum.
die allermeisten von Itzig Benghazi. Ich habe da so meine Favorite-Liste. Itzig Benghazi ganz oben. Den nehme ich auch oft beim Google. Wenn ich was suche und ich finde viele Ergebnisse, dann schreibe ich da rein Itzig Benghazi. Und wenn das dann weniger sind, gucke ich mir das Ergebnis an und dann spare ich mir das Suchen, weil den nehme ich einfach. Dann noch einer ist Erland Samasko und Aaron Bertrand. Das sind so meine besten drei. Und hinter dem DB-Berater, wie ihr alle wisst, steckt unser deutscher Freund Uwe Ripp. Und der schreibt halt auf Deutsch. Und zu Search Arguments finde ich am besten den Quote von Brent Oser, der gesagt hat, für ihn ist Sagel eben, dass der SQL-Server einen Index-Seek anstelle von einem Scan, also für, dass er einen Seek durchführen kann. Und an dieser Stelle muss man auch nochmal sagen, das geht jetzt durch den Rest bis zum Schluss quasi. Sagel hat nur eine Bedeutung, wenn ich auch mindestens einen Index habe oder mehrere. Wenn ich keinen Index habe, egal was ich für Queries schreibe, liest der SQL-Server immer die ganze Tabelle. Da gibt es auch kein Parameter-Sniffing, da gibt es gar nichts. Er liest einfach die ganze Tabelle. Deswegen brauchen wir auch Indizes. Ja, geht jetzt ein Link auf. Klar, klasse. Und Sachen, wo dieses Non-Sagel auftritt, ist oft, wenn man eine Funktion an der Spalte aufruft, die gesucht wird, wenn man einen Operator darauf loslässt, was im Prinzip das Äquivalent zu einer Funktion ist, dann das Beliebte, was man hat, wenn man diese generischen Ich-kann-alles-Queries hat, man schmeißt eine Variable rein und sagt, die Spalte ist entweder diese Variable oder die Variable ist 0, sprich, gib mir alles. Und dann das konkateniert mit noch 20 anderen, sodass man auch wirklich alle Permutationen hat, die es gibt. Dann gibt es noch, das ist nicht vollständig, aber Column Like. Wenn man ein Like mit einem Wildcard anfängt, dann ist das so wie eine Funktion. Es gibt den Sonderfall, das werde ich auch gleich zeigen, wenn es nicht mit einem Like anfängt, dann ist es für den SQL-Server keine Funktion. Dann kommt er damit verhältnismäßig gut klar. Und im Case When ist auch das Gleiche. Weiß er nicht. Also wenn es nicht mit einem Wildcard anfängt. Du nutzt Like, aber ohne Wildcard. Wildcard ja, an. Am Anfang. Ja, am Anfang. Okay, genau. Genau. Case when macht DevOps-Scan. Was mache ich denn? Case when? Also ich meine, Case when, das schreibe ich rein. Case when die Spalte 7 ist und die Spalte 10 ja. Oder das. Aber das macht DevOps-Scan komplett, oder? Das macht das auch kaputt. Das macht das auch noch ein Sagel, weil er dann nicht weiß, was vielleicht noch kommen könnte. Er kann halt nicht in die Zukunft gucken, was für Resultate da noch rauskommen können. Dazu habe ich dann nur mal ein paar Dummy-Tables generiert. Das mache ich hier des Öfteren mal. Ich habe die schon laufen lassen, aber ich habe die Skripte da hinzugefügt, dass man die laufen lassen kann. Wir können uns da mal angucken, wie sowas aussieht. Das ist die Tabelle D-Mosaic. Und die hast du dann selber gleich mit Beispieldaten auch gefüllt, ja? Ja, sicher. Das ist dann eben, dass ich da irgendwelche Texte, Datum, manchmal habe ich da auch Sachen reingepackt, von denen ich gedacht habe, vielleicht brauchst du die mal. Dann habe ich gedacht, okay, dann hört das hier nie auf und habe das nicht verwendet, aber das ist vollkommen alleinstehend. Also mit den Skripten, wenn ich das habe, müsst ihr euch nur eine Datenbank anlegen und da könnt ihr mit rumspielen, wenn ihr wollt. Das ist abgeschlossen. Dann habe ich ein Beispiel, das habe ich halt mal gezwungen, da habe ich habe halt eine numerische Spalte und die habe ich gecastet als Varchar, da habe ich hier einen Cast und dann habe ich auf der anderen Seite auch einfach einen Cast gemacht für eine feste Zahl. Das ist als eine Funktion nicht reicht, nehmen wir zwei. Nee, einfach nur, wenn man da so sitzt, du kennst das bei den Demos, da kommt man auf die dummsten Ideen. Ja. Und im unteren Fall sage ich halt eben, ich nehme die Numberspalte und lasse meine Zahl da direkt drauf los. Und halte die mal gegeneinander. Wie viele Zeilen hast du da drin? Sagt er das gleich wahrscheinlich oder sagt er nicht? Der sagt, wie viele Seiten du lesen kannst. Wie viele Zeilen da drin ist. Ich meine, die Tabelle, die Testtabelle, wie lang ist die? Keine Ahnung. Ein paar tausend oder was? Ja. Okay. So, dass er ein paar Seiten lesen kann. Ja. Wenn man da auf Messages geht, dann siehst du zum Beispiel, dass er in dem einen Fall 210 gelesen hat und im anderen Fall 2. Also, kleine Ersparnis. Und wenn man sich den Execution-Plan anguckt, dann sieht man genau, was gesagt hat. Einmal ein Scan. Auch dieses Ausrufezeichen gehen wir im nächsten Abschnitt rein. Das hat hier noch nichts zu bedeuten. Das habe ich da nur reingezwungen. Und hier hat er halt ein Seek gemacht.
Dann habe ich das gleiche nochmal gebaut, diesmal mit der Like-Funktion. Gibt keine Ergebnisse zurück, ist aber egal. Ist aber das gleiche. Ich habe wieder im Prinzip einen Scan gegen den Index Seek. Und wenn ich mir meine Ergebnisse. Den Scan hast du, weil da Left benutzt wird. Weil da Left benutzt wird. Ja. Das ist halt eine Funktion. Genau. Und wenn ich hier bei dem Wildcard ein Prozent davor schreibe, dann ist es das gleiche. Aber wenn du das Prozent weg. Dann habe ich das gleiche. Dann habe ich. Genau. Warum hat er denn hier gezeigt? Da habe ich mich nämlich gewundert, weil wenn du das Prozent weglässt, also kein Prozent machst, dann müsst ihr doch den Index benutzen. Jetzt habe ich einen Prozent da, jetzt hat er das gleiche. Das sieht man auch nachher, wenn man da reinguckt, dass ich doch die gleichen Seiten sind. Genau, gleichen Seiten. Wenn das Prozent wegkommt, du hast, genau, hast du Like benutzt, aber trotzdem ist es nicht so schlimm. Habe ich einen Sieg. Ja. Und habe deutlich weniger logische Seiten als in dem anderen Fall. Jetzt komme ich zu dem anderen Beispiel. Was ich sehr, sehr häufig gesehen habe, ist, dass man dieses, ich habe die Variable jetzt gelassen und durch ein Literal ersetzt, dass ich jetzt wäre Letter gleich A oder Letter ist null, das ist quasi eine Stufe vor der Variable, die ich in meiner angeschrieben habe. Und sehr, sehr häufig sehe ich das mit dem, kann man so klasse lesen und man hat kein ist null Letter A gleich A, was quasi im Prinzip logisch das Gleiche ist. Wenn ich das hier ausführe, dann sehe ich, dass die auch wirklich äquivalent sind. Die haben auch die gleichen. Beide schlecht sind. Die gleichen Riss. Genau. Beide gleich schlecht. Und dann habe ich mal gedacht, ich habe jetzt nicht versucht, nur die Beispiele so zu konstruieren, dass ich genau die Sachen zeigen möchte, die ich eigentlich angesprochen habe. Ich habe auch ein paar Beispiele drin gelassen, wo man sich denkt, was ist das denn? Weil ich ganz einfach vermeiden möchte, dass Benutzer, gerade welche, die noch nicht so erfahren sind, meinen, wenn ich das so und so mache, dann habe ich immer das, dann bin ich richtig. Das gibt es im SQL-Server nämlich nicht. Jetzt habe ich im Prinzip das gleiche wie gerade. Ich habe eine andere Spalte, ich habe eine Datumspalte. Die sage ich jetzt, wo das erste 1900 ist. Und dazu ist, ich weiß jetzt nicht, welches der Grund ist, aber ich habe deutlich weniger Datensätze, sodass der Plan, was weiß ich, für den anderen habe ich vielleicht ein paar zig oder 100 und hier habe ich nur eine Handvoll. Und wenn ich das ausführe, dann sieht man eben, dass ich in einem Fall mein Table Scan habe, das ist die Uncoole-Funktion, und hier macht der SQL-Server irgendwelche Magic, der kommt mit einem total anderen Execution-Plan raus, und das Interessante daran ist, dass ich dann trotzdem 110 Logical Reads gegen 12 habe. Sprich, es ist wirklich noch besser. Und ich würde daraus für mich jetzt schließen, dass ich ganz vorsichtig wäre mit dieser Is-Null-Version. Ja. Und wenn ich schon so ein generisches Konstrukt habe und da nicht drum herum komme, dann würde ich den anderen Fall nehmen. Alleine schon aus diesem Grund. Jetzt nochmal dazu kommt vielleicht die Frage, wie sollte man es denn wirklich machen? Ja. Wie gesagt, ich habe hier jetzt nicht die Lösung, weil gerade sowas, das ist ein eigenes, eine eigene Session, wenn nicht sogar noch mehr. Nur wenn man wirklich, das kommt in den nächsten Sessions mit Parameter-Sniffing auch, wenn man wirklich performante Abfragen haben will, die alle seine Fälle, die man hat, oder die Grenzfälle, die man unbedingt haben muss, performant abarbeitet, dann muss man seine Daten kennen und dann muss man dafür programmieren. Da muss man wirklich sagen, wenn ich dies haben will, dann habe ich die Abfrage und wenn ich dies haben will, dann habe ich die Abfrage. Es gibt kein Fit-All. Dann, um nochmal was mit Texten zu zeigen, habe ich einen. Was habe ich den? D-Datei? Nochmal Daten gebaut. Das sind drei Dinger. Das habe ich vom Jonathan Kihais geklaut, eigentlich. Ist wieder die Daten generiert, hast du geklaut. Wieder die Daten generiert. Und das Beispiel auch. Der geht dann auf die Tabelle, die der Jonathan gebaut hat. Da gibt es im Prinzip jetzt eine Varchar-Spalte und eine N-Varchar-Spalte. Und dann ist das Beispiel, was man oft sieht, mit dem, die Varchar-Spalte wird mit einem N-Varchar-Variable abgefragt und die N-Varchar-Spalte wird mit einer Varchar-Variable abgefragt. Ja,
Und man sieht einmal ein Scan und einmal ein Sieb. Und das kommt von unserem Data-Type-Präzedenz, weil der Varchar unter dem N-Varchar steht und der Optimizer sagt, wenn die Typen Mismatch haben, dann wird die niedrigere zu der höheren konvertiert. Und in diesem Fall ist eben die Spalte das Niedrige, wird dann höher konvertiert. Und im anderen Fall ist die Variable das Niedrige, wird die Variable konvertiert. Und deswegen habe ich weniger Queries. Das Gleiche funktioniert auch mit Datumswerten und Integer und Tiny Int und Small Int. Aber das ist nicht so gut zu demonstrieren. Ich habe kein Beispiel gefunden. Ich habe das schon mal gesehen. Aber da macht der Optimizer eben zwischendurch Sachen. Das tritt nur manchmal auf. Das konnte ich nicht so einfach generieren. Deswegen habe ich das gelassen. Dann habe ich auch meinen Type Mismatch da reingebaut. Ich habe jetzt zwei Spalten und joine die einmal über das Datum, das sind die gleichen Felder, und einmal über das Datum Text. Das ist auch nicht komplett optimal. Ich sehe hier wieder mein Ausrufezeichen, wo ich gleich noch drauf komme. Im Prinzip fehlt ja, ist das eine ein Operator länger irgendwo, aber ich habe trotzdem die gleichen Reads. Und das kommt in diesem Fall, ich lese die ganze Tabelle, dann denkt der Optimizer, was willst du mit mir? Okay. Da muss man dann auch die richtigen Werbedingungen da reinbauen, wenn man da demonstriert. Aber da verlässt du dich ja schon sehr krass auf die implizite Konvertierung, dass die auch funktioniert. Ne? Ja, im Zweifelsfall, wenn die implizite Konvertierung nicht funktioniert, boom, dann sagt dann Error, dann hat man das Ergebnis ziemlich schnell. Ja, insofern ist es ja sogar eine Sicherheitsmaßnahme. Ja. Ja. Data-Type-Präzedenz. Was ist Data-Type-Präzedenz? Das war das Ausrufezeichen. Nicht nur das Ausrufezeichen sagt auch manchmal was anderes, aber sehr, sehr häufig ist das ein Hinweis darauf, dass ich eine implizite Convert-Implicit habe. Im Prinzip das Gleiche wie eben, deswegen ist Data-Type-Präzedenz eigentlich kein eigener Punkt, sondern Data-Type-Präzedenz ist ein Unterpunkt von Not-Sageable, weil es ist eigentlich eine Funktion, die an der Spalte aufgerufen wird. Nur eben ist man nicht von mir getippert, sondern vom System da rein injiziert. Deswegen ist Data-Type-Präzedenz eigentlich mit Not-Sageable abgehandelt. Diese bizarre Funktion, könnte man die selber aufrufen zu Testzwecken? Nee. Converse Implicit? Nee. Die gibt es nicht wirklich, die macht er nur intern. Ja, okay. Habe ich so noch nie gesehen. Nee, könnte ja sein. Also irgendwie sicher zum Nachprobieren das irgendwie aufrufbar machen, aber ja. Nein. Ich habe meine Beispiele eben durcheinander gebracht. Deswegen war ich eben schon bei implizit konvertieren und nicht da sagen, wo ich sein wollte. Gerade gemerkt, sorry. Und hier wird dann eben auch gesagt, dass die Implizierung, dass die Konvertierung von unten nach oben funktioniert und dass der SQL-Server eben diese Typen hat. Ich habe meine Beispiele durcheinander geworfen. Ich bin etwas vorgegriffen. Aber das sollte jetzt nicht das Problem sein. Markus guckt staunend. User-defined data type ist der NS auf 1. Wie gesagt, das mit dem Varchar, das funktioniert ganz gut. Und dem N-Varchar, das sieht man am häufigsten. Das kommt wahrscheinlich, weil er dann am wenigsten weiß, was er damit machen soll. Es gibt Beispiele, wo das auch mit TinyInt und Int funktioniert, wo man wirklich vorsichtig sein soll. Also im Prinzip, wenn man für Database Design verantwortlich ist, sollte man schon dafür sorgen, dass die Typen eigentlich passen. Nur, wie ich eben auch extra gezeigt habe, das ist jetzt nicht Bulletproof oder so ein Blueprint, zu sagen, ich muss das Ausrufezeichen da wegmachen, dann wird meine Query schnell. Oft hat das eben auch gar nichts zu bedeuten. Mal gucken, ob ich noch ein paar Beispiele wieder reinkriege. Ja, und guck mal, wie weit unten in Varchar Max da steht und wie begeistert Ben noch vorhin gesagt hat, ja, der beste Datentyp von allen. Naja, er wirkte schon sehr erfreut dabei. Ja, hier ist halt so ein Beispiel, in dem ich einfach das Beispiel, was eigentlich vor dem Varchar-Beispiel kommen sollte, in dem ich einfach eine Variable habe, die ich als Date deklariert habe und ich lasse die einmal gegen meine Date-Datumspalte los und einmal gegen meine Date-Text-Datumspalte los. Und wenn ich das dann ausführe,
Ja. Dann sehe ich halt, dass es einmal ein Index-Seek ist und dass es einmal ein Table-Scan ist. Und dass es dann wieder 99 gegen 467 Logical Reads sind. Und von der Ordnung kam das Beispiel, was ich da gerade gezeigt habe, mit dem Varchar und dem M-Varchar dahinter. Sieht man denn in dem Ausführungsplan, den sehen wir jetzt nicht so, weil der so klein ist, sieht man da die Konvertierung? Wahrscheinlich nur in den Extra-Angaben zu irgendeinem Schritt, oder? Nicht als Schritt. So zeigt er die nicht. Nee, genau. Okay, wir wollten nur Properties aufmachen und dann gucken. Wahrscheinlich, genau. Properties, irgendwo wird es wahrscheinlich stehen, weil er muss es ja konvertieren, den zweiten. Aber normalerweise, wenn man das sieht, dann, wenn man die Query schreibt, weiß man schon direkt, was los ist eigentlich. Wenn man das gesehen hat hier, ja. So, das war jetzt der Punkt, den ich dazu zusammengefasst hatte, der wichtig ist. Und der letzte von den wichtigen, eigentlich der größere, das war mehr so logisch, was ist intern. Was sehr, sehr häufig passiert, ist Parametersniffing. Was ist Parametersniffing? Aber was ich noch zeigen wollte eben, ist vielleicht ganz wichtig, wenn ich so Sachen habe wie Joins und hole mir das, was ich Statistics IO on gesagt habe oder Statistics Time on, dann habe ich ja meine Messages. Und wenn ich die nehme, dann gibt es eine Seite, die heißt statistics.parser.com. Und wenn ich das da reinpaste, dann habe ich eine tabularische Darstellung, wo meine Reads her sind und wie die Zeiten dauern. Das Teil funktioniert nur in Englisch. Teilweise, wenn man deutsche Queries, der deutsche Text hat, kommt er nicht mit klar. Aber man kann das ganz einfach machen, Z-Language. Ihr Englisch. Da macht er das. Das ist auch ein ganz guter Test, wenn man Datumsfunktion hat, um zu gucken, ob es wirklich international ist oder nicht. So ein Test Language Englisch ist wirklich gut. 128 Zeilen betroffen. Logische dann, Sache. Die lässt dann die Zeilen, nein, ich meine, die deutsche Ausgabe, die wird ihn natürlich. Ja, erzählen. Ja, genau. Da steht dann eben sowas wie 128 Zeilen betroffen beim Update oder so. Und dann denkst du so, oh, die stehen da ganz betroffen da, die Zeilen, oh Gott, was ist uns passiert? Wir sind total betroffen. Okay, mit der Brille habe ich das noch nicht gesehen, aber die gefällt mir. Parametersniffing, auch wieder eine ganze Menge Hinweise, wo man lesen kann. Auch wieder von Uwe was dazu. Alle Hits, alle Helden in der Liste. Und was ist Parametersniffing? Also wenn ich eine Abfrage an den SQL-Server schicke, dann wird die erstmal bearbeitet, sprich kompiliert. Es wird ein Execution-Plan erstellt. Und dieser Prozess nimmt Zeit in Anspruch und Ressourcen. Und um das zu vermeiden, ist man halt davon hingegangen und hat gesagt, wenn ich jetzt eine Abfrage habe, die gleich ist, dann habe ich den Plan schon einmal. Dann nehme ich das als Blaupause für meine nächste Ausführung und ändere nur den Parameter. Und normalerweise möchte man das verhalten, weil das spart Zeit. Und für normal verteilte Daten ist das überhaupt kein Problem. Nur wenn man Daten hat, die nicht normal verteilt sind, was eigentlich der Normalfall ist, ist das ein Problem. Dann gehe ich wieder dahin, generiere ein paar Daten. Ah. Wie generierst du denn nicht normal verteilt? Zeig mal. Das ist absolut einfach. Gibt es eine Funktion? Non-normal. Ich kreiere meine Daten hier, gehe da irgendwo mit einer Nummer dran und gucke, wenn das da reinfällt, dann sage ich zu 10 einfach, mach da Flügel raus und bei den anderen lass Namen. Ja. Und dann habe ich einen Faktor 10 oder 100. Ja. Und wenn ich mir die Daten angucke, dann ist das oben das Histogramm. Das ist das, mit dem der SQL-Server arbeitet. Der hat da 200 Spalten zur Auswahl. Wenn die Spalte also nullable ist, dann hat er 201 Spalten. Und da muss er sich irgendwie alle Informationen rausholen, die er zu einer Tabelle hat und was er damit machen kann. Hier sehe ich, das ist ein Select von mir auf die Tabelle. Ich habe den Flügel da reingepackt, der kommt häufig vor und alle anderen sind gleich verteilt. So habe ich dann eine nicht gleich verteilte Funktion. Wenn ich ein ganz simples Select mache, einmal für Name 001, einmal für Flügel, führe das aus, dann sehe ich, der ist noch nicht fertig mit dem zweiten, dauert noch ein bisschen, dass ich einmal irgendwie 22.000 Reads habe und einmal irgendwie 270.000 Reads habe. Und für einen Text ist für einen SQL-Server immer das Gleiche, es sei denn, er findet den gleichen Text wieder.
Der analysiert wirklich den Text der Abfrage. Wenn ich dann Leerzeichen reinmache, ist es das Gleiche, ist es nicht das Gleiche, aber wenn ich das genauso literal für literal ausführe, das gleiche Ergebnis wieder nehme. Deswegen ist dort Procedure, die im Prinzip das Gleiche macht, was ich gerade gemacht habe. Ich rufe mir einfach nur die Daten auf, die auf einen Filter passen. Dann rufe ich die Stored Procedure aus mit Name 01. Ich sehe, wie eben auch, ich habe einen Sieg und ich komme hier auf irgendwie 12.000 und ein paar Seiten. Jetzt führe ich die Funktion aus mit Flügel. Jetzt denkt der SQL-Server sich, ich habe den Plan, schmeiße einen Parameter rein, alles klar, ich habe einen Sieg, mache einen Lookup, alles gut. Ich habe gemerkt, es dauert schon etwas länger, der gleiche Plan wie eben, aber wenn ich mir das angucke, komme ich hier auf richtig große Zahlen für die Logical Reads. Und wenn ich dann auf den Execution-Plan gehe und dann auf Properties gehe und dann auf Parameterlist gehe, kann man lesen da oder muss? Nee, aber sag mal, nimm mal vor. Und mir dann angucke, mal wegmachen, dann sehe ich, dass hier einmal Flügel steht und einmal neben 001 steht. Das heißt, ich habe einmal den Parameter compiled vor, das ist Name 01, dafür habe ich den Plan gemacht und ausgeführt habe ich den für Flügel. Und dann sehe ich schon, wenn ich da ein Problem habe, vielleicht sollte ich da mal tiefer reingucken. Das hätte man bei dem anderen auch gesehen. Da hätte dann gestanden, bei dem ersten compiled für Name 001, ausgeführt für Name 001. Das ist so ein Hint dafür, dass man in die Gegend Parameter-Sniffing kommt. Jetzt räume ich einmal auf. Free Prop Cache immer machen, nur in Produktion, am besten morgens, bevor alle kommen. Das räumt die Ausführungspläne alle weg. Dann ist jetzt fange ich andersrum an. Ich führe die Prozedur aus zuerst für Flügel. Aber ist das Scan ist gut. Ja, dann denkt er sich, oh, da erwarte ich viele Datensätze, da mache ich einen Scan. Und wie wir jetzt wissen, ich mache nichts anderes, ich rufe das nur für Name 001 auf. Geht verhältnismäßig schnell. Ich habe vergessen, den Execution Plan anzuschmeißen. Und er nimmt den Scan. Wenn wir das Ganze jetzt zusammenfassen, dann sieht man so tabellarisch, dass man da, je nachdem, wie man startet, die unterschiedlichsten Werte rauskriegt. Und das ist genau das Beispiel, wenn einer kommt, am Freitag ging es ganz schnell und heute Montag ist es langsam. Ja, warum ist es langsam? Vielleicht war Maintenance und dann wurde mal einfach nur mit einem anderen Parameter aufgerufen. Und das Schlimmste, was da passieren kann, ist eigentlich, wenn es mit einem Parameter aufgerufen wird, der wenig Datensätze erwartet, weil der sagt dann, ich mache einen Seek und Lookups. Und dann rufe ich das aus, wo es viele Daten, wo ich viele Daten erwarte. Weil in dem Fall komme ich dann zu mehr Reads, als wenn ich den ganzen Table lese. Wenn ich die Reads zusammenzähle, kriege ich dann oft das Zehnfache hin, als wenn ich einen vollen Table-Scan gemacht hätte und denke mir, was denkst du denn? Und so ein Execution-Plan, der hat nicht nur Seek und Scans da drin, der hat da drin, welche Indizes benutzt werden, wie viel Speicher er zur Verfügung stellt und sowas alles. Und das kann die Sachen ziemlich durcheinander bringen. Es gibt Optionen, wie man da mit arbeiten kann, wie Option Recompile, Optimize for Unknown. Da möchte ich gar nicht näher darauf eingehen, da müsst ihr lesen. Aber wie gesagt, wenn ihr wirklich jetzt für so einen Extremfall wie hier die Anforderung habt, beide Fälle optimal abzubilden, dann müsst ihr dafür unterschiedliche Queries schreiben. Dann müsst ihr eine Fallunterscheidung machen. Das kriegst du mit einem Statement so nicht hin. Ja, oder du machst dir halt das Parameter-Sniffing bewusst kaputt. Wenn du wirklich die Flexibilität haben willst, dann kannst du... Ja, du kannst auch Option Recompile genau, machen, dann macht er jeden neu. Ja, genau. Aber willst du das? Ja, ist ein bisschen die Frage, wie oft die Procedure aufgerufen wird. Ja, und wie viel, ob das eine High-Frequenz
Ja, genau. Oder genau. Nicht. Brent Osa hat ein super Beispiel, das muss ich irgendwo auch nochmal unterbringen. Da hat er so ein Cascading CTE, was ich so etwas Ähnliches im nächsten Beispiel zeige, wo die Kompilierzeit eine Stunde ist. Und wenn du dann noch einen dabei packst, hört er gar nicht auf, dann ist er nach einem Tag nicht fertig und bricht ab. Und sowas möchte man dann nur einmal haben. Ja, das stimmt. Das ist wirklich generisch gemacht, das ist super. Boah. Und dieses, so ein Plan wird weggeschmissen, wenn er invalide wird, das passiert, wenn der Rechner neu gestartet wird, klar, dann ist der Cache weg, aber auch wenn Indizes neu gebaut werden oder wenn Statistiken kommen, je nachdem wie die Maintenance für Statistiken ist, kann es auch mal passieren, dass eine neue Statistik da reinkommt und der Plan deswegen weg ist und deswegen passiert das irgendwann mal planlos. Deswegen, man sollte, also jeder Entwickler sollte wissen, was Parametersniffing ist, wenigstens, dass er diese Fragen wenigstens weiter untersuchen kann. Dann habe ich jetzt soweit die Basic-Sachen weg und ich wollte mal ein paar für mich interessante Sachen zeigen. Einmal ist Generate a Series of Numbers, Dully Table, zum Beispiel, was immer mal wieder gebraucht wird, wo es auch jede Menge Requests gibt, dass Microsoft das mal im SQL oder Native zur Verfügung stellt, wie Oracle das, glaube ich, hat. Aber eigentlich gibt es genug Möglichkeiten, das selber herzustellen. Und da habe ich eben drei verschiedene Beispiele. Wenn man im Internet googelt, findet man sehr häufig sowas. Ein Cross-Join auf irgendwelche Systemtabellen und sagt man, habe ich genug, mache ein Rohnummer drauf, funktioniert. Dann, was ganz oben in meinem Kopf ist und was ich mal ganz stolz gebraucht habe vor irgendwann 10 Jahren, als ich mit SQL Server angefangen habe, ist Recursive CTEs. Da ist ja ganz klar, ich habe eine 1, eine 2 ist Recursive CTE, allein drauf und so weiter, so viel wie du brauchst. Das Problem mit Recursive CTEs ist eben, dass die irgendwann mal aufhören. Das geht nur bis Max Recursion 32.000 und ein paar. Oder man kann die auf Null setzen und dann geht die so weit, bis der SQL-Server kaputt ist, es sei denn, man hört vorher auf. Für kleine Sachen funktioniert das auch und ich war mal ganz stolz, dass ich das rausgefunden habe und fand das ganz schick. Und dann kommt natürlich Itzig Ben Gunn, das ist auch schon was älter, das Beispiel. Der hat sich gedacht, CTEs, Cascading CTEs, alles gar kein Problem. Habe ich 2, 4, 16, 256 bis 4 Milliarden Zeilen, die ich da generieren kann. Das Schöne, was es da ist, ich habe kein I.O., nichts. Das ist auch besser als das mit den System-Tables. Ich habe die Funktion bei mir schon mal angelegt. Und wenn man die jetzt aufruft, geht rasend schnell, habe ich Zahlen, kann ich anfangs Endwert sagen. Wirklich klasse. Was schick ist, ist der Execution-Plan. Oh, ja klar. Das sind die Cascading-CTEs. Ja. Ja. Und da gibt es auch Beispiele, wenn man das jetzt so macht, wie ich das eben gegenüberstelle, dann sagt der SFMS auch, der mit den CTEs ist wesentlich schneller, was weiß ich, das sind irgendwie 20% und das hier sind 80%, aber wie wer mit dem Management-Studio lange genug gearbeitet hat, weiß, man muss nicht alles glauben, was das einem erzählt. Aber das finde ich mal so ganz nett, wie man für quasi ein und die gleiche Sache, die man haben möchte, verschiedene Funktionen kriegt und wenn man googelt, findet man alles und das ist eben, das gibt es auch schon seit 2012 oder 10 oder so, diese Funktion. Und da wollte ich mal ein paar Beispiele dazu sagen, zeigen. Ein Beispiel ist aus der wirklichen Welt von mir. Ich habe dann für so eine Energiehandelsfirma in Berlin Reports gemacht und die wollten das dann täglich haben oder Auswertung oder dann viertelstündlich. Und wenn man das so macht, wie Itzig sagt, man muss ein bisschen kreativ sein, habe ich einmal eine Liste von Datum und einmal die Datum auf Viertelstundenebene und das geht verhältnismäßig zügig, ist wirklich easy und gut ist. Ein Beispiel, was ich noch sehr interessant finde, ist, als es noch keinen String-Split gab, hat man das verwendet, um Strings zu splitten. Ich wollte da jetzt auf die Arithmetik nicht näher eingehen, ich wollte das nur mal zeigen. Ich habe hier Column 1, 2, 3. Zack, das erste ist die selbstgestringte Funktionalität. Das zweite ist String-Split vom SQL-Server.
Performance weiß ich nicht, möchte ich auch gar keine Aussage zu machen, aber manchmal ist die Reihenfolge der Strings wichtig. Und das kriegt man aus Stringsplit nicht hin. Und wenn man diese Funktion, die man oben hat, da gibt es einen Artikel zu, den habe ich da verlinkt, von Jeff Moden. Jeff Moden ist der Typ, der dieses RBAR erfunden hat. Wie man das auch, das kriegt man verhältnismäßig schnell hin und dann hat man die Position des Strings, den man haben möchte dazu. Dann hast du was weiß ich, 1, 2, 3 noch dahinter oder sowas. Das war das, was ich zu der Liste sagen wollte. Dann kommen wir zu Cursern. Das musste einfach da rein, weil mich das irgendwann mal tierisch aufgeregt hat. Wenn man das Internet aufmacht, ich würde sagen, in 80% aller Fälle findet man für Cursor dieses Beispiel. Man hat hier einen Cursor, man hat hier die Abbruchbedingung, man hat hier einen Fetch und man hat hier noch einen Fetch. Und hier unten räumt man wieder auf. Ich habe hier nur jetzt echt über den Table iteriert, die bei mir sind, dummy-mäßig keine Bedeutung. Dann kommt Erlang daher, von dem habe ich das erste Mal gehört, haben andere, man findet es auch von anderen Leuten. Also manchmal im Internet findet man auch dies. Man deklariert den Cursor, man hat einen While Loop, der immer eins ist, man hat eine Abbruchbedingung da drin und siehe da, man hat nur ein Fetch. Und Erlang meint, das ist deutlich weniger fehleranhängig, weil der ja nur auf die Typen kommt. Dann hat man oft, was weiß ich, wenn man Eingabedatum und Ausgabedatum hat und vertut sich damit in der Liste, dann kriegt man das nicht mit, außer irgendwann in den Ergebnissen. Und das fand ich schon ganz schick. Nur funktioniert, liefert die gleichen. Dann gibt es die Variante, die findet man auch manchmal, aber eher selten. Ich habe die das erste Mal, wie ich nachhinein gesehen habe, bei Erlang Sommerskog gesehen, habe das aber voll überlesen und bin dann erst, als ich das von Itzig gelesen, wieder drauf gestoßen und habe. Man deklariert eine Cursor-Variable. Man nimmt egal, was man eben hatte, und wenn man eine Variable definiert, braucht man nicht aufräumen. Hier unten ist das große leer. Klar. Schick. Was ich dann noch hier reingeschrieben habe, nur weil ich das mal demonstrieren wollte, ich habe eben da reingeschrieben Print und jetzt habe ich hier quasi Res Error bis No Wait reingeschrieben. Das ist gerade, wenn man Cursor braucht, wenn man irgendwelche größeren Operationen auf einzelnen Datensätzen macht, möchte man wissen, wo man ist. Und wenn man dieses Print schreibt, dann kommt das als Batch irgendwann nach einer Viertelstunde. Alles auf einmal. Und zwischendurch weiß man nicht, wo man ist. Und dieses Vis No Wait schreibt eine Message direkt. Wenigstens meistens. Wenn du die Fenster ein, zwei Mal gewechselt hast, funktioniert das auch nicht mehr. Dann kommt das genauso Batch wie das andere. Aber das ist die Chance, dass man dann sieht, was ist. Und um der Vollständigkeit halber, was ich schön finde, ist eben nicht aufräumen. Nicht aufräumen finde ich immer schön. Auch für meine Dokumentation habe ich das dann nochmal dazu gemacht als Beispiel mit dynamischem SQL, so dass ich alles zusammen habe. Da muss eben das Cursor-Output damit rein und funktioniert. Prima. Das wollte ich nur einfach mal loswerden, weil ich da finde ich wirklich schade, wie man im Internet das findet, was eigentlich das Grottigste von allen ist. Auch von allen Gurus, was weiß ich. Wenn du dir Kimberly Tripp anguckst, die nimmt das Beispiel von dem ersten. Oder Microsoft-Dokumentation, ich glaube, die haben dann irgendwo was anderes. Und da ich ja immer, wenn ich sowas mache, auch ein bisschen Spaß haben will, das letzte war schon ein bisschen Spaß und das mit der großen Nummer auch. Ein Summary noch zu den Cursern. Itzig Ben-Gang benutzt in seinen Beispielen immer Fast Forward, Erlang Sommerskog benutzt Static und irgendwann fragt dann einer, was ist denn schneller, Static oder Fast Forward? Und da hat der gute Aaron Bertrand, der glaube ich so alles misst, was man so messen kann, der hat da zig Webpages, wo er irgendwas gemessen hat und der hat dann auch Grafiken dazu und er sagt, er nimmt nur noch Local Fast Forward. Ich hatte die Frage bei meinem letzten Projekt und da hat dann einer gesagt, ja, das Internet sagt Fast Forward, aber Aaron Bertrand, das Internet sagt, ist für mich eine Nummer genauer als Fast Forward. Dann mein letztes Beispiel, Stored Procedure und Temporary Tables. Es wissen nicht viele, wenigstens ich wusste das erst sehr, sehr spät, dass man
von einer Prozedur auf eine temporäre Tabelle, die in der Parent-Prozedur erstellt wurde, zugreifen kann. Das ist nicht umsonst, weil man kann dann die Execution Plans nicht wieder benutzen. Die werden jedes Mal neu erstellt. Und ich habe halt herausgefunden, dass das sehr, sehr hilfreich ist, wenn man in Legacy-Application rumbasteln muss, wo die Anforderungen plötzlich wachsen. Oder wir hatten in unserem letzten Projekt viele komplizierte dynamische SQL-Reports, die sich nur durch Kleinigkeiten unterschieden haben. Die hatten dann immer einen anderen Namen, hatten, sage ich mal, 20 Buchstaben anders. Und das macht man, maintain das mal, wenn sich irgendwo was ändert. Und das kriegt man so ganz gut hin, indem man da ein paar Parameter reinbaut, die man alle auf Default stellt, sodass das, was am meisten vorkommt, durchläuft, als wenn nichts gewesen wäre. Und die anderen Sachen baut man sich da dran. Und dann erstellt man entweder eine temporäre Tabelle in der Prozedur, die man ursprünglich aufruft, lässt das Rechnen in der unteren Prozedur machen, greift die Werte in der oberen Prozedur wieder ab, wenn die Prozedur fertig ist. Eine Möglichkeit. Und dazu habe ich nochmal ein paar Beispiele gemacht, nicht so tiefgreifend, wie wir das da gemacht haben. Ich habe eine Stored Procedure gebaut, die greift einfach auf eine temporäre Tabelle zu und die updatet dann die ID-Spalte in der temporären Tabelle. Die Prozedur war das. Und dann habe ich einfach nur, normalerweise sind das Prozeduren, was ich jetzt in meinem Fenster habe, und deutlich komplexer. Ich generiere die temporäre Tabelle in meiner quasi Jetzt-Prozedur, fülle die und rufe meine Stored Procedure auf. Die Stored Procedure zeigt die einfach nur und ändert die. Und dann gucke ich mir, was ist passiert. Alles klar. Das ist das, was ich vorher hier reingefüttert habe. Und das ist das ID mal 10, was meine Kind-Prozedur gemacht hat. Also kein Problem. Das Problem, was ich nur habe, ist, ich arbeite sehr selten mit statischen Problemen. Ich bin fast immer tief in dynamischen SQL mit echt vielen Zeilen. Und wenn ich das jetzt mache, dann wird quasi dynamische SQL in einer eigenen Session ausgeführt. Das heißt, der Kontext ist verloren gegangen. Wenn ich meine temporäre Tabelle hier erzeuge und die dann aus der Kind-Prozedur aufrufe, habe ich das gleiche Problem, was ich vorher hatte? Schade. Es gibt eine Möglichkeit, das zu ändern. Ich mache das dynamische SQL an das dynamische SQL und kaskadiere mein dynamisches SQL, indem ich hier jetzt quasi meine Prozedur noch aufrufe und sowas alles. Das funktioniert, das möchte man aber nicht wirklich machen, weil vorher ist das schon nicht einfach zu debuggen. Und wenn man das so macht, da verliert man ziemlich schnell die Übersicht. Man arbeitet dann normalerweise sehr häufig mit globalen temporären Tabellen, indem man dann GUI dran hält oder sowas, finde ich aber uncool. Wenn ich das nur für mich brauche, möchte ich das auch nur für mich haben. Was dann hochgradig cool ist, was ich auch noch nicht lange weiß, kommt man dann irgendwann drauf, wenn man es ausprobiert. Man legt eine Dummy-temporäre Tabelle an mit einer Dummy-Spalte. Hat dynamisches SQL, macht die Spalten, die man haben möchte, und sagt, was soll ich mit der Dummy-Spalte? Schmeißt die Dummy-Spalte weg. Dann arbeitet man da Daten drauf, dann lässt man da seine Prozedur drauf los und dann guckt man, was passiert ist. Und das funktioniert. Und das ist jetzt ein Beispiel, was ich wirklich brauche. Leute, die mich schon länger kennen, wissen, dass mein Hobby temporale, nicht temporäre Tabellen sind. Und ich baue gerade eine Prozedur, die generisch irgendwelche Daten in temporale Tabellen insertet. Und dafür brauche ich Zwischentabellen, weil sonst kriege ich das nicht hin. Ich möchte aber nicht die Struktur vorher bestimmt haben. Was sind meine Felder? Ich habe den Primary Key, ich habe die anderen Felder und ich habe N-Felder dazwischen. Die muss ich irgendwo speichern. Und genau da kommt das hin. Ich weiß, was ich für Spalten brauche, die ich für meine Buchhaltung brauche. Die lege ich vorher an. Dann hole ich mir die Metadaten, die Primärschlüssel und die Felder, klatsche die da dran, fülle die und arbeite weiter. Und das fand ich wirklich klasse. Und das ist eigentlich alles, was ich heute zu erzählen habe. Was ich dazu wissen möchte, ist, findet ihr so ein Level von vom Vortrag interessant? Oder ist das was, wo ihr sagt, dafür stehe ich doch nicht auf? Super. Also, was? Ganz tolles Level. Weil es ist ja, jeder freut sich mal, wenn er was kennt. Wenn er was kennt und versteht. Und dann lernt er umso mehr bei den Sachen, die er nicht kennt und nicht versteht.
mache seit 20 Jahren, glaube ich, SQL und ich stehe immer wieder, wie geht denn das? Und dann immer wieder was Neues. Also, weil ich habe auch festgestellt, dass eigentlich die Audience für so einen Vortrag da sein müsste, ja. Weil von meinem letzten Projekt, also wir waren über 30 Entwickler und ich würde mal sagen 25 davon, die haben das wirklich gebraucht. Ja. Na, jeder braucht es, weil jeder bei SQL ganz typisch, jeder entwickelt die Methoden, mit denen er selber gut vorankommt. Die benutzt er dann immer wieder. Also wie man so schon sagt, ne, wer nur einen Hammer hat, dem wird alles zum Nagel. Ja. Da bin ich ganz schlimm bei sowas. Also, ne, und die benutze ich dann. Und das braucht man immer wieder, um das Bewusstsein zu erweitern, um mal zu gucken, andere Leute haben andere Methoden. Und die funktionieren dann in vielen Fällen natürlich auch mit Erklärung. Das ist ja so. Ich fand es sehr wichtig, dass man mal gerade das mit dem logischen, die ersten vier Punkte fand ich logisch ganz wichtig, dass man das weiß. Und die anderen Sachen, das war einfach, ich wollte dann nicht nur mich in Theorie verlieren, ich wollte auch mal was Praktisches zeigen. Die fand ich ganz praktisch. Und das Letzte war eben, weil ich da gerade dran sitze. Und das fand ich wirklich gut.